Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Trains in New Era. Und ja, wir machen heute Balestino zu Mosti, Personenzug Nummer 618. Und ja, ich habe das Spiel komplett neu installiert mit allen Inhalten. Der Fortschritt ist aber weiterhin vorhanden, weil das wird über My Trains gespeichert, über das Benutzerprofil. Ja. Also wir sehen weiterhin, was für Sachen wir schon gefahren sind und nicht und wie viele Sterne wir hatten und so. Also der Fortschritt ist quasi da. Immer noch. Nur ich hatte halt Probleme, weil es haben halt Inhalte gefehlt irgendwie. Zum Beispiel hier ist Weichen haben gefehlt. Somit konnte ich überhaupt keine Szenarien mehr machen, weil alle Züge nur in die eine Richtung gefahren sind. Also die Züge sind halt dann falsch gefahren, logischerweise, weil die Weiche nicht mehr wirklich existiert hat. Und somit konnte ich überhaupt gar keine Sachen mehr machen. Hat nichts mehr funktioniert und deswegen habe ich alles nochmal neu installiert und jetzt funktioniert es wieder. So, aber jetzt erstmal zu den Instruktionen. Stellen Sie sicher, dass der Stromabnehmer der Lokomotive gehoben ist. Warten Sie, bis die einfahrende Lokomotive vom Zug ab. Kuppeln Sie an den Zug nach Freigabe durch den Fahrdienstleiter. Wenn angekuppelt, gehen Sie den Führerstand der Frontlokabfahrt Balzino um 21:18 Uhr. Folgen Sie danach der Hauptstrecke nach Mosti. Weichen werden automatisch gestellt. Beachten Sie alle Signale und folgen Sie exakt dem Fahrplan. Fahren Sie zum ersten Stopp nach Topili, dann nach Krutboka. Nach einem Aufenthalt von 7 Minuten in Krutboka setzen Sie Ihre Fahrt nach Borispol und später Lelma fort, bevor Sie den Endbahnhof Mosti planmäßig um 22:07 Uhr erreichen. Empfohlene Geschwindigkeit 100 bis 110 km/h. So. Ja. Also, wir sollen erstmal stationary remain. Das heißt, wir sollen uns erstmal nicht bewegen. So, es wurde einiges gefixt in dem Spiel. Ich habe das Spiel, glaube ich, seit fast einem Jahr nicht mehr aufgenommen oder gespielt. Weil, seitdem ich meinen neuen PC habe, das heißt, seitdem ich auf 4K spiele, habe ich dieses Spiel nicht mehr aufgenommen. Das dürfte also jetzt bald ein Jahr her sein. Ja. Letztes Mal, als wir hier gefahren sind, haben hier diese ganzen Instrumente geschwebt, also war nicht richtig positioniert. Das haben sie mittlerweile gefixt. Das funktioniert jetzt mittlerweile ganz gut. Ja. Ansonsten, ich spiele jetzt auf besten Grafikeinstellungen wirklich alles maximal aufgedreht. Was hier für eine Party abgeht, weiß ich nicht, aber es sieht nicht schön aus. Ach, hier die Lichtkegel überschneiden sich, okay. Ist natürlich doof, ne? So, genau. Nämlich das hat alles nicht funktioniert. Die Züge sind einfach irgendwo lang gefahren, weil die Weichen halt nicht existiert haben. So, genau. Und jetzt ist nämlich hier der Zug, das hier frei. Und jetzt kann ich ganz einfach. Oh. Okay. Das Ding fährt also auch ohne, dass ich den Stromabnehmer habe. Das ist natürlich ein bisschen unrealistisch, aber naja, egal. Aber es funktioniert jetzt alles schon mal ein bisschen besser. Muss man sagen, beziehungsweise es funktioniert allgemein jetzt mal. Ich meine, dieses Szenario hat bei mir gestartet und ich war in einem komplett falschen Zug. Also hier ist echt einiges schief gelaufen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Könnte sein, weil ich den Content so oft hin und her gemoved habe, dass da irgendwas manchmal nicht richtig überkopiert wurde. Das könnte natürlich sein. So, Licht machen wir mal an, weil es ist sehr spät. So, schön. Ja. Tiefstrahler brauchen wir nicht. So. So, schön langsam dran fahren. Wie ich das nämlich gehört. Und zack. Depart at 21:18 Uhr. So, wir wechseln jetzt schon mal
die Richtung. Weil ich denke mal, dass wir ja in diese Richtung hier fahren müssen. Deswegen. Ja. Gut. Also das dauert jetzt noch ein bisschen, bis es hier losgeht. Wir können uns also schon mal ein bisschen hier umschauen. Und das finde ich ist immer noch eine große Stärke von Trains in New Era. Dass hier wirklich die ganze Map besucht werden kann, unabhängig davon, was für einen Zug man gerade fährt. So, genau, hier ist dann unser erster Halt. Das ist eigentlich eine echt schöne Strecke, muss man sagen. Also, gefällt mir echt gut. Ja. Aber das Spiel, was das für eine Leistung zieht, das ist eigentlich echt nicht normal. Meine 1080 Ti ist wirklich zu obere Grenze ausgelastet, sage ich mal. Also über 80% die ganze Zeit und manchmal komme ich nicht mal auf 60 FPS. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das Spiel, das läuft nicht in 4K. Ich habe das Gefühl, es läuft auf Full HD. Und da merkt man einfach mal, was dieses Spiel für eine absolute unoptimierte Grütze ist. In der 1080 Ti, wenn es wirklich nur in Full HD läuft, in der 1080 Ti in Full HD zu 100% ausgelastet. Also herzlichen Glückwunsch, das bekommt kein anderes Spiel hin. Zumindest nicht, wenn es auf 60 FPS gekappt ist. So, keine Ahnung, ob wir dann hier lang fahren oder irgendwo anders. Wie sieht es denn hier aus? Gibt es da mehrere Möglichkeiten? Ah ja, da gibt es mehr Möglichkeiten. Okay, ja. Gut. Ja. Aber ich finde die Map hier, die ist eigentlich echt schön, schön gestaltet. Nur, dass es halt vereinzelt mal ein paar Probleme mit den Lichtern gibt. Ja. Es gibt auch übrigens gute Neuigkeiten. Es kommt bald ein neuer Trains Railroad Simulator raus. Also quasi Nachfolger zu Trains in New Era. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ist im Mai 2015 rausgekommen. Das heißt, das Spiel ist jetzt schon 3 Jahre alt. Also meiner Meinung nach in Ordnung. So vom Rhythmus her. Kann man eigentlich hier irgendwo Licht im Führerstand anschalten? Sieht nicht so aus. Aber hier schön die Marlboro-Packung natürlich, ne? Das darf nie fehlen. So. Haben wir hier denn einen Typen, der hier drin sitzt? Ne, auf der Seite nett. Und hier bei der Lok. Ach, guck mal. Das ist ja interessant. Der Seite haben wir sogar Lokführer drin. Okay. Das ist cool. Muss man sagen. So, dann geht's jetzt gleich los in 5 Sekunden. Ich bin sehr gespannt. Ey.
freue mich ein bisschen, dass ich jetzt endlich mal wieder dieses Spiel spielen kann. Ich hatte auch lange Probleme mit Abstürzen gehabt. Weshalb ich das nicht aufgenommen habe. Und ja, ich fahre komplett woanders lang. Ich habe es ja gestern probiert, mal dieses Szenario hier zu spielen. Und da kam mir einfach ein Zug entgegen auf der Strecke, die ich gefahren bin. Da kam mir einfach ein Zug entgegen. Scheiße, ich glaube, ich bin zu schnell gefahren, kann das sein? Ja, das kann schon gut sein. Ah ja, okay, hier bin ich gerade gut. Dann fahren wir mal so in diesem Tempo weiter, würde ich sagen. Ja. Also wir gucken jetzt mal gerade hier nach vorne. So, also wir haben jetzt hier 19 FPS und meine 1080 Ti ist zu, na, 50% ausgelastet gewesen. Das heißt, ja, irgendwas hindert da die Grafikkarte gut zu performen. Ich hoffe einfach mal, dass im neuen Trains-Teil das endlich komplett auf Steam setzt. Und endlich von dieser scheiß internen Download Station wegkommen mit diesen ganzen uralt Scheißdingern. Die Performance kosten wie sonst was und scheiße aussehen. Ja, einfach, dass man komplett neues Rework ist. Ja, wirklich komplett neues Spiel mit komplett alles neue Assets und. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass sie das so machen wollen. Weil das, was ich bis jetzt gesehen habe, nämlich vom Spiel, das war grafisch eine Augenweide. Also, das sah besser aus als Trains im World CSX Heavy Haul. Oder sowas. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen Gas geben. Na, komm schon. So, 4 Minuten haben wir noch, bis wir da sein sollen. Genau, dieser Zug kam mir entgegen letztes Mal. Also wir waren auf derselben Spur. Im Prinzip. Und das ist natürlich ungünstig, ne? Sagen wir mal so. Boah, wie soll ich das denn schaffen, ey, in 3 Minuten? Es wird doch nix.
mal gucken. Ja, okay. Ich denke, so sollte das gut sein eigentlich. Ja, doch, das schaffen wir vielleicht noch. So, mein Handy vibriert mal wieder. Was gibt's Neues? Aha. Okay. So, keine Ahnung, warum jetzt auf einmal wieder 80 km/h hier erlaubt sind, nur das ist mir ein Rätsel. Na, da haben wir es aber doch ganz gut geschafft eigentlich, würde ich sagen, ne? Arrive before 1:06. Okay. Okay, komm. So, ich denke, in dem Tempo machen wir jetzt mal weiter. So. Also das Spiel läuft irgendwie nicht so ganz stabil. Habe ich so ein Gefühl. Ja, aber geschafft. Easy peasy, Alter. Easy plus 50 Punkte, so, wann muss ich als nächstes dann sein? Kutborka wahrscheinlich, ne? Ja, Kutborka um 21:40 Uhr. Also 13 Minuten für 14 Kilometer. Naja. Gut. Schöne Sache. Was klingelt denn hier die ganze Zeit, ey? Ach so, der Bahnübergang, okay. So, jetzt geht's hier los. Volle Kanone.
Volles Rohr. Volle Geschwindigkeit ist ja nur 100 bis 110 irgendwie, gell? Na, gucken wir mal. Mal ganz kurz Vollstoff. So. Perfekt. Aber wieso denn da wieder nur 80? Ey, das fuckt doch ab. Ganz hätte diese Tempowechsel, ey, geht ja mal gar nicht. Was war nochmal die empfohlene Geschwindigkeit? Ich würde die nämlich gerne mal fahren. 100 bis 110. Ja, das würde ich gerne mal machen, weil sonst bin ich vielleicht nicht rechtzeitig da. Das wäre nämlich ganz gut, wenn ich rechtzeitig da bin, ne? So, was gibt's denn aktuell so Neues in der Welt? Eieiei, lange ist es echt her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, keine Ahnung. Donald Trump ist ein Vollidiot. Aber das wissen ja für gewöhnlich eigentlich alle. Deswegen eigentlich nichts Neues. Alles wie beim Alten. Donald Trump ist ein Vollidiot. Ist halt jetzt irgendwie aus dem Atomdeal raus mit dem Iran oder so. Verstehe. Warum, verstehe ich nicht, aber. Weil angeblich irgendwie was nicht eingehalten wurde, wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Aber allgemein so irgendwie die Bundesregierung, die neue, du weißt ja, die ist irgendwie so richtig scheiße, ganz ehrlich. Heiko Maas als Außenminister. Ich weiß nicht, vielleicht macht er einen besseren Job als Außenminister als Justizminister. Naja. Keine Ahnung. Ich meine, ich fand eigentlich auch so im Grundsatz eigentlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also NetzDG, fand ich im Grundsatz eigentlich gar nicht so scheiße. Könnte mich jetzt einige für boxen, aber ganz ehrlich, ich finde einfach, Hetze hat nichts zu suchen und muss bekämpft werden. Und ganz ehrlich, auch wenn es nicht rechtsstaatlich ist, so wie das NetzDG das macht. Wie soll man das denn wirklich rechtsstaatlich gestalten, wenn man, wenn man im Internet. Ich meine, es kann ja nicht immer ein Gerichtsverfahren geben, was entscheidet dann, ob dieser Kommentar da gelöscht wird oder nicht. Und ob das wirklich Zensur ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, man kann immer noch seine Meinung in irgendein Buch reinschreiben. Man kann ja einfach ein Buch schreiben, ja, und dort seine Meinung sagen. Ich meine, man muss das ja nicht im Internet tun. Und ich meine, ganz ehrlich,
Internet, die Plattform, worauf man diesen Kommentar postet, ist immer noch Eigentümer davon. Das heißt, sie können im Prinzip machen, was sie wollen. Sie können es einfach so auch schon löschen, aus ihren eigenen Richtlinien. Ich meine, Hasskommentare und so wurden ja vorher auch schon gelöscht eigentlich. Oder wenn die oft genug gemeldet wurden. Das NetzDG soll das ja im Prinzip nur verstärken und wirklich halt dafür sorgen, dass es wirklich verpflichtend ist, diese Kommentare zu löschen. Ich meine, ich persönlich finde das einfach nur als logisch, dass solche Kommentare gelöscht werden. Die eben nun mal strafbare Sachen beinhalten. Und ich weiß nicht, warum man sich dann da über irgendwie eine Zensur aufregt. Ganz ehrlich, man kann ja einfach konstruktiv seine Meinung sagen, muss niemanden beleidigen. Ich meine, dann wird das auch nicht zensiert. Aber wenn du halt einfach so irgendeine Assi-Scheiße dahin rotzt, die volksverhetzend ist und die, keine Ahnung, halt einfach beleidigend ist gegenüber anderen Leuten oder Personengruppen, dann finde ich, gehört das schon gelöscht. Auch ohne irgendeine gerichtlichen Schluss oder irgendwas. Das ist einfach nur Menschenverstand hier, finde ich. Also, was macht denn Atari hier für eine Scheiße? Ey, der ist irgendwo gestuckt. Wer ist denn das? Der hier. Ah, super. Toll hinbekommen. Ja, du bist stuck, das ist logisch. Das wissen wir alle, musst du nicht nochmal sagen. So. Finde ich cool, dass man jetzt hier angezeigt bekommt, was die Dingens machen, die Bots. Muss zwar nicht sein, aber kann man machen. So, ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit. Ja, wir sind super in der Zeit. Können wir jetzt ganz gechillt. Können wir jetzt ganz gechillt hier fahren. Alter, wieso sind die denn die ganze Zeit stuck? Sind die deppert oder was? Wie dem Herr Schulz so schön sagen würde. Oh Mann, ey. Okay, wir sind echt gut in der Zeit, muss man sagen, also.
So, Leute. Und jetzt müssen wir eine ganze Weile warten. Deswegen würde ich sagen, war's das mit einer weiteren Folge Trains the New Era. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.